Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Exodus, einem Mod, den man mal wieder über die Konsole starten muss. Map Exodus 1. The first trip is under alien attack. Es geht ganz schön wild los. Ja, ich habe keine Waffe, aber auch keinen HEV-Suit. Und die Soldaten sind heftig am Kämpfen, aber wir haben ein paar Barneys auf unserer Seite. Sehr gut. So, wir müssen aufpassen, bloß keine Waffen aufnehmen, die wir nicht gebrauchen können. Die Shotgun ist gut, wenn wir sie aufnehmen, aber bloß keine Crowbar, denn dann können wir nicht mehr wechseln. So, hier ist die Crowbar. Die dürfen wir nicht aufnehmen. Gucken, ob wir das schaffen. Okay, haben wir geschafft. Und jetzt müssen wir hier rechts lang. Und dann ist er gleich. Der HEV-Suit. Kommen wir nicht ran. Hier drin ist der Schalter. So. Wo war denn der? Ah. Oh, finally. Ach, die werden hergebeamt. Leicht überdimensioniert. Dieser Automat. So, ist hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Auf jeden Fall gehen wir nochmal zurück an den Anfang und hoffentlich hört jetzt endlich die Musik auf und das blöde Beamen. Mann, ist doch mal langsam genug. Nein, hier ist nix. Okay, ich kann die Kisten da nicht rüber. Nee. Die Kisten sind unverrückbar. Na gut, dann halt nicht. Da sind tatsächlich noch ein paar Granaten drin. Dann machen wir die andere Kiste auch noch platt. Leer. Mhm. Ja. Davon habe ich im Moment gerade noch genug Munition. So langsam könnten sie mit dieser Musik auch mal wieder aufhören. Du hast hier sehr schlau gewartet. Ach, wieso schießt er auf mich?
bin doch dein Freund. Oh, da kommt eine Granate. Kriegst du was davon mit? Nee. Was ist denn das hier? Es ist in diesem Mod extrem viel Musik. Also das hört überhaupt nicht mehr auf mit der Musik. Finde ich, also Musik finde ich cool, aber wenn es zu viel ist, ist es auch wieder doof. Warum ist das jetzt Licht jetzt hier ausgegangen, nur weil ich da hochgegangen bin? Okay. Ja, und was hat es überhaupt gebracht hier? Diese Lavasäule hier. Oh, warum kommt hier? Was soll ich jetzt machen? Ich glaube, ich bin tot. Ich habe irgendwas davon auf der ModDB-Page gelesen von dieser Situation und ich glaube, ich kann neu laden. Hier unten geht's auch nirgendwo hin, okay. Das ist auch kein Gift, das ist dann einfach nur Wasser. Oder gibt es hier noch irgendein Gitter oder so, in das wir kommen? Nein, gibt es nicht. Ja, okay. Damit sind wir jetzt gearscht, ja? Ja, wir sind gearscht. Was habe ich denn zuletzt? Ah, da ist ein Autosave. Sehr gut. Ich gehe mal davon aus, ich muss hier wieder raus, sobald ich den Knopf gedrückt habe. Ah, okay. Da waren wir schon. Alter. Ah! Boah, diese Ladezonen. Okay, was ist das? Ist das eine Waffe? Ne, die bewegt sich automatisch, diese Waffe. Ich glaube, die wird von irgendeinem NPC gesteuert. Ja, ja, der verfolgt mich hier. Ich bin nicht sicher. Ne, es bewegt sich immer noch. Okay. Dann save. Und erstmal gucken, ob wir vielleicht. Nein, er schießt auf mich. Okay, das dürfen wir nicht. Gucken wir, ob ich da reinkomme. Hat sich gerade der Monitor gedreht? Keine Ahnung. Was ist das für ein Sound? Ja, tatsächlich, der Stuhl dreht sich, ebenso wie der Monitor. Schießt das Ding? Immer noch? Weiß nicht. Schau, safe. Da komm ich da rein? Ja. Okay. Das sieht so ein bisschen Area 51-mäßig aus hier irgendwie. Es erinnert mich an den Area 51-Level in Duke Nukem 3D. Hallo. Was hast du mir zu sagen? Ja, das möchte ich auch. Do you still say there's nothing to chaos theory? Ich
Ich sag gar nichts. Und das war der erste Level. Das war Exodus. Das wird fortgesetzt in Exodus 2. Aber das machen wir im nächsten Video. Danke Leute fürs Zuschauen. Und bis bald beim zweiten Teil. Ciao.